Anfang war wirklich ein sehr harter und steiniger Weg. Und ich habe mir meinen Weg im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft. Also ich hatte es nicht leicht und das ist wieder oben der Spruch da. Also man bekommt nichts geschenkt, man muss sich alles hart erkämpfen. Und nach dem Motto habe ich gelebt. Und es war wirklich ein sehr, sehr harter und steiniger Weg. Aber ich habe eins daraus gelernt, wenn man was will, dann muss man hart dafür arbeiten oder kämpfen, damit man das erreicht. Und wie man sieht, also wenn ich das Ganze, die letzten 25 Jahre Revue passieren lasse, dann kann ich schon zufrieden sein. Ich würde alles genauso machen, wie ich es gemacht habe. Und es macht mich halt auch ein bisschen stolz. Der Fitness wegen, dass du Kickboxen begonnen hast. Ja. Und dann hat sich schnell eben eine professionelle Karriere entwickelt. Das hat dann ganz schnell begonnen. Dann. Also am Anfang wollte man halt natürlich, nach der Schule, man darf das vielleicht nicht sagen, also wirklich nach der Schule immer, gab es ständig diese Raufereien am Plan, aber deswegen, das war auch der Grund, warum ich dann mit dem Kampfsport begonnen habe. Aber spätestens nach dem ersten Kampf, das ich bestritten habe, war mir sofort klar, ich will halt groß werden in diesem Sport. Und so habe ich auch wirklich sehr hart daran gearbeitet. Es war auch kein leichter Weg, aber schlussendlich habe ich meine Träume erreicht. Und das macht mich auch ein bisschen stolz. Klar, und was haben deine Eltern darüber gedacht? Ich nehme mal an, die waren vielleicht nicht sehr erfreut oder ängstlich oder haben sich gedacht, ja, mach was anderes. Mein Vater ist halt leider sehr früh gestorben. Das war halt für mich auch sehr schmerzhaft. Meine Mutter war da und war für uns zuständig und sie war natürlich in großer Sorge. Und wie sie das gehört hat mit dem Kampfsport, um Gottes Willen, nein, das darfst du nicht machen. Also die haben es mir alle verboten, vor allem als ich dann meinen ersten Kampf gemacht habe, ich fürchterlich verloren und da hatte ich auch meinen Nasenbeinbruch. Und wie du weißt, wie alle Mütter halt sind, die hat es mir verboten, aber ich habe mir das nicht nehmen lassen. Ich habe gesagt, nein, das will ich machen, das ist meins. Ich habe mich durchgesetzt und so bin ich halt im Sport weitergeblieben. Das baut sich halt dann alles auf, natürlich bei den ersten Kämpfen, bis man halt die ganzen, langsam die Routine hat, ist man natürlich aufgeregt und durcheinander. Also dieses Gefühl hatte man immer bei jedem Kampf, auch nach 116 Kämpfen hatte ich das Gefühl, aber man verarbeitet das anders. Aber am Anfang ist es halt natürlich schwer. Man weiß, jetzt geht man in einen Ring rein, man trifft halt einen Gegner, der ungefähr gleich so gut ist wie man selbst. Gefühle, ein Hochschub an der Gefühle halt. Ja. Und ich habe ja selber bei mir im Haus habe ich so eine Galerie mit den ganzen Trophäen, mit den Hosen, mit denen ich gekämpft habe, die T-Shirts, die Boxhandschuhe und sogar Zahnschutz. Und da habe ich so Spots drauf. Manchmal gehe ich nach oben abends und setze mich da und schau mir alles an, lass alles Revue passieren. Also es sind schon sehr, wirklich sehr schöne Erinnerungen. Aber auch schmerzhafte, also sind halt Gefühle, ein Hochschub an der Gefühle halt. Ja. Und man denkt halt immer wieder gerne zurück an Zeiten.